Gut, ich fange trotzdem schon mal an und zeige schon mal, ich lese noch mal kurz meinen Titel vor. Also ich möchte heute sprechen über Trolling als negative Pädagogik. Der Begriff negative Pädagogik wird im Vortrag selber beinahe gar nicht zur Sprache kommen. Wieso der Troll auch ein Aufklärer ist und wieso interessiert das überhaupt irgendwen? Wie wir sehen, bisher auch noch nicht so viele. Tom Poljanschik ist mein Name und ich habe Philosophie studiert und Germanistik, aber vor allem eigentlich Philosophie. Und schicke dem Vortrag noch ein Zitat von Oscar Wilde voraus, das der These meines Vortrags eigentlich konträr entgegengesetzt ist. Der Mensch ist am wenigsten er selbst, wenn er in eigener Person spricht. Gib ihm eine Maske und er wird die Wahrheit sagen. Die Struktur meines Vortrags sieht so aus. Es gibt vor allem drei Punkte, ein kurzes Präludium. Da würde ich gerne mit euch schon diskutieren über, es tauchte vorhin in der Diskussion auch schon mal auf, die Spezifika der Internetkommunikation und inwiefern gerade die Internetkommunikation sozusagen oder das Internet als Kommunikationsraum für Trollkommunikation besonders geeignet ist oder was für einen besonderen Drill gibt sozusagen das Internet der Trollkommunikation, sodass sie sich wirklich irgendwie qualitativ, graduell oder wie auch immer unterscheidet von der Art und Weise, wie wir alltäglich sozusagen trollen, wenn wir das als Trollen bezeichnen wollen. Dann habe ich drei einzelne Punkte. Erster Punkt, was macht ein Troll? Also ein Definitionsversuch von Trollkommunikation. Das ist eine Definition. Zweite Frage ist eher eine Spekulation. Was will ein Troll überhaupt? Ich meine, wir wissen es natürlich nicht, aber man kann ja mal spekulieren darüber, was die Motivationen hinter oder vor oder nach Trolling sein können. Und das Dritte, das ist quasi die Pointe, auf die sich schon der Titel des Vortrages bezieht, was ein Troll macht, was er eigentlich gar nicht will. Ja? Die These ist, dass der Troll in irgendeiner Weise auch daran beteiligt ist, eine neue Wahrnehmungs- und Aufmerksamkeitskultur zu erzeugen und herzustellen, die wir im Internet brauchen werden oder die wir überhaupt im Internet brauchen. Aber es bezieht sich dann auch nur aufs Internet. Kurzes Präludium. Ich möchte unterscheiden sozusagen zwei verschiedene Arten und Weisen miteinander zu kommunizieren. Und zwar nenne ich die etwas technisch auf der einen Seite Face-to-Face-Interaktionen, also Gespräche, wie hier zum Beispiel, die wir im Saal sitzen. Das tauchte vorhin auch schon mal auf. Und die möchte ich gegenüberstellen der Interface-to-Interface-Interaktion. Das ist natürlich ein Wortspiel. Das Interface, sozusagen das Zwischengesicht, ist im Grunde das Troll-Face, das der Troll benutzt. Ja, diejenige Art von Gesicht, das der Troll benutzt, um zu kommunizieren. Interface bezeichnet dann aber auch die Art und Weise, wie wir überhaupt immer im Internet kommunizieren müssen. Sozusagen. Was genau zeichnet das nun aus? Naja, zum einen erstmal die Rede von der Face-to-Face-Interaktion. Wenn wir alltäglich miteinander interagieren, sprechen und so weiter, dann haben wir, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dann haben wir eben viele verschiedene Feedback-Schleifen. Also wir sehen, wie der andere mimisch reagiert. Wir treffen ihn immer wieder, ja, als Person und können so quasi verhältnismäßig schnell Vertrauensverhältnisse aufbauen. Oder wir sind im Alltag verhältnismäßig schnell bereit, dem anderen Vertrauen entgegenzubringen und entwickeln sozusagen spezifische Vertrauensroutinen, die wir im Alltag anwenden. Ja, und diese Art Vertrauensroutinen im Alltag anzuwenden, basiert vor allem darauf, dass wir den anderen immer wieder gut wiedererkennen. Er ist quasi mit einem unablegbaren Gesicht ausgestattet, das er immer tragen muss, ja, ob er will oder nicht. Und an dem können wir ihn immer wieder erkennen und wir werden ihn wieder treffen und so weiter. Es gibt eine verhältnismäßig gute Kontrolle über Informationskanäle in den sozialen, sozusagen realen, so physischen sozialen Netzwerken, in denen wir mit den anderen interagieren und so weiter. Was ist aber demgegenüber die Funktion des Interface? Wenn es irgendwelche Missverständnisse oder Fragen gibt, dann bitte direkt dazwischen fragen, dann können wir direkt in die Diskussion gehen, wenn es bisher da noch irgendwelche Verständnisfragen gibt. Was ist die Funktion des Interface? Ich würde sagen, es sind vor allem zwei Funktionen. Oder was meine ich mit Interface überhaupt? Interface ist sozusagen jede Art von Identitätsadresse, die ich im Internet annehme. Also der Avatar, den ich benutze, das Pseudonym oder der Name sozusagen, mit dem ich mich selber erkennbar und wiedererkennbar mache und als sozusagen Adresse individuiere. Ja? Ich muss ja sozusagen, wenn ich im Internet kommuniziere, irgendwie gewährleisten, dass das Gespräch am Laufen bleibt. Und wie mache ich das? Indem ich sozusagen eine Adresse anbiete, die ich immer wieder benutze. Und dann kann jeder immer wieder sehen, jetzt hat wieder Tom 1 oder was, ne, was gesagt, um ein sehr großartiges Beispiel zu wählen. Das zweite ist,
Und das ist gerade schon angedeutet, das Interface kann eben die eindeutige Wiederadressierung des anderen verunmöglichen. Der Troll kann sozusagen dadurch, dass er sich immer wieder neue Identitäten zulegt, verunmöglichen, dass er als derselbe wiedererkannt wird in der Kommunikation. Und das ist was wir im Alltag fast nicht können oder es nur unter sehr, sehr schwierigen Umständen, wenn man sich entsprechend verkleiden könnte, Maskenbildner um sich hätte und so weiter. Das ist eben nur im Internet so möglich, würde ich behaupten. Und das erzeugt dann auch die Spezifika der Trollkommunikation, wie sie im Internet stattfindet. So viel mal zu dieser Unterscheidung. Das ist soweit klar geworden. Oder gibt es Rückfragen, Kritik, Diskussionsanregungen? Dann gehen wir mal zum zweiten Punkt über. Was macht ein Troll? Da biete ich jetzt sofort eine sehr technische Definition an. Der Troll trollt. Ja. So viel zum Einstieg, aber was genau soll das eigentlich bedeuten? Da habe ich zwei Vorschläge. Der erste lautet, und das ist bewusst jetzt einfach technisch geschrieben und formuliert, Trolling bedeutet Inszenierung einer Wirklichkeit oder Situation mit dem Ziel der Provokation einer bestimmten emotionalen Reaktion eines anderen, und zwar unter Zuhilfenahme eines Interface. Ja? Und Interface ist funktional bestimmt als die Verunmöglichung der Haftbarmachung des Trolls als körperlich wiederadressierbare Person. Ja, was bedeutet das, wenn wir zum Beispiel zu dem Vortrag von Udo Vetter zurückgehen? Der Anwalt sozusagen kann auch als Troll dann definiert werden, wenn er sozusagen, und das passiert ja auch täglich, wir machen ja den Anwalt zum Beispiel nicht dafür haftbar, dass er den Vergewaltiger zum Beispiel verteidigt. Ne? Wenn das jetzt einfach ein Freund von uns wäre, der den Vergewaltiger verteidigen würde, dann würden wir wahrscheinlich moralische Bedenken haben. Ne? Wenn da jemand in der Diskussion sagen würde, hey, was, jeder kann doch mal jemanden vergewaltigen oder so, das kann ja jedem mal passieren, wären wir zumindest irritiert wahrscheinlich. Wieso gehen wir nicht ähnlich mit dem Anwalt um? Weil er sozusagen sich selber als Person unhaftbar macht. Ja? Er sagt, ich hafte jetzt nicht dafür, dass ich den anderen verteidige, sondern ich spreche im Namen dessen. Ja? Ich spreche im Namen dessen, genauso wie das Gericht Urteile im Namen des Volkes fällt. Ja? Es fällt sozusagen die Urteile nicht im eigenen Namen, sondern es nimmt Bezug auf eine andere Adresse und sagt, der Staat ist es eigentlich gewesen. So, ich habe damit nichts zu tun, und wenn der Richter den Vergewaltiger nicht verurteilt, dann wird er nachher hoffentlich nicht von irgendwelchen Hetzmeuten gejagt, ja, die ihm dann vorwerfen, dass er da eine unmoralische Tat begangen hätte. Ja, zumindest im Normalfall nicht. Das ist so diese sehr technische Definition. Kann man auch nochmal anders formulieren. Ja? Ganz zurück. Vorhin, also auf der, noch, lass mal ruhig die, aber auf der Folie davor, hattest du gemeint, Interfacing wäre so eine Art Maske. Ist das richtig? Ja, kann man sagen. Ja, und wenn jetzt hier da steht, Interface ist die Verunmöglichung der Haftbarmachung, ja, könnte das nicht heißen, dass dann eigentlich das Interfacing der Entzug der Adressierbarkeit ist? Genau, das würde ich sagen. Dann würde ich aber meinen, dass die Maske sehr wohl die Adressierbarkeit zulässt, wenn ich sie wiedererkenne. Ja, die Maske, natürlich kann ich mich in der Maske wieder adressierbar machen. Ich meine zum Beispiel, wenn ich auf Facebook mit Klarnamen ein Profil habe und meine Bilder reinstelle, dann benutze ich ja auch ein Interface, mache mich aber wieder adressierbar. Ja, immer wieder unter derselben Adresse oder demselben Namen poste ich die Kommentare zu meinem Mittagessen oder... Ist das noch eine Maske oder ist es dann nur, also ermögliche ich die Wiederadressierbarkeit, dann ist es keine Maske. Und wenn es eine Maske ist, nee, ich würde die Begriffe unabhängig voneinander definieren. Also ich würde sagen, ja? Der Zustand des Trollens macht die Maske aus, also weil ich zum Beispiel ja auch mit Klarnamen getrollt habe bei der Mädchenmannschaft und wenn ich mit das ist vielleicht ausgemacht durch die Beziehung, in die ich zur Mädchenmannschaft stehe und zum Zeitpunkt und zum Kontext und zu der Kommentarsituation, also... Ich würde auch nicht sagen, dass sozusagen jede Trollkommunikation notwendig Interfacing voraussetzt. Ich wollte sozusagen nur versuchen, eine Definition zu finden, die für diejenigen befriedigend klingt, die eine spezifische Definition für Internet-Trolling haben wollen. Aber man sieht natürlich sofort, man kann Unschärfen erzeugen und dann kollabiert die Definition sofort. Ne? Also man kann so Grenzbeispiele finden, bei denen man dann sagen kann, ja, hier trifft ja deine Definition nicht zu. Aber klar, also das ist super eingeräumt. Die Pointe meines Vortrags wird auch darin bestehen, dass ich sozusagen 6 verschiedene Beschreibungen des Trolls vorschlagen werde, die zum Teil auch gar nicht genau überlappen miteinander.
Aber das wird man jetzt gleich noch sehen. Ich habe jetzt also das noch einmal ein bisschen nochmal anders formuliert, auf jeden Fall. Nochmal anders. Trolling könnte man auch definieren als Konfrontation des unbedarften Internetnutzers mit seiner selbstverschuldeten Leichtgläubigkeit zum Ziel der eigenen Erheiterung. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Definition und von Kant geklaut. Von Kant klaue ich sozusagen nur den pädagogischen Eros, ja, und das Autonomiebestreben der Aufklärungsbewegung. Deswegen habe ich diese Art von Definition auch noch im Petto und mache sie hier zum Vorschlag. Ja, da nochmal Rückfragen zu oder Diskussionswünsche? Ja, also es ist natürlich klar, der Konfrontation des unbedarften Internetnutzers, das ist nochmal die gleiche Pointe wie am Anfang. Die Vertrauensroutinen, die wir eben im Alltag benutzen, die überträgt der unbedarfte Internetnutzer, so die These, sehr schnell auf Internetkommunikation und beginnt quasi sehr schnell zu glauben, ich habe es jetzt hier mit so jemandem zu tun, wie als hätte ich jemanden jetzt auf der Straße getroffen oder einen Bekannter oder so. Das heißt, er rechnet quasi mit einer bestimmten Art von Natürlichkeit oder Normalität der Diskussionssituation und wird dann durch den Troll quasi böse abgestraft, ne, weil er ihn mit seiner eigenen Leichtgläubigkeit konfrontiert, ne, und dann düpiert, bloßstellt und dann ist man beleidigt und traurig und gekränkt und wütend auch, ja, zum Beispiel auch wütend, ja. Wie kann man jetzt Trolling im Einzelnen sich vorstellen? Also ich habe jetzt hier sechs verschiedene Labels, unter denen man den Troll vielleicht fassen kann. Erstmal der Troll als sozusagen der gewöhnliche Spaßvogel. Was macht der gewöhnliche Spaßvogel? Er operiert meistens in drei Schritten. Ne? Erster Schritt, hier, dein Schuh ist offen. Zweiter Schritt, der andere dreht sich zurück und sagt, stimmt ja überhaupt gar nicht. Danke für die Verbeugung. Hier, das ist sozusagen die Grundstruktur der Trollkommunikation. Und zwar auch gemäß der Definition, die ich vorhin schon angeboten hatte. Wir haben also drei Schritte. Das erste ist Inszenierung einer Wirklichkeit, ja, an die man den anderen glauben macht. Zweites ist Irritation des anderen. Der andere ist verwirrt und weiß nicht, was soll's. Und drittens Düpierung, Blamierung des anderen. Haha, ist reingefallen. Ich glaube, dass viele Trollkommunikation auf diesen drei Schritt eigentlich oder durch diesen drei Schritt beschreibbar ist. Also es ist eben immer wieder diese Inszenierung einer Wirklichkeit, also ich gebe mich als irgendwer aus, verwickel jemanden in ein Gespräch, versuche irgendwie Irritation beim anderen zu erzeugen und wenn ich will, entweder stelle ich ihn dann direkt bloß und sage, ha, du bist reingefallen, oder ich stelle ihn nicht direkt bloß und sage nur anderen, haha, schaut mal, der ist reingefallen. Ne? Das ist vielleicht sogar freundlicher, kann man sich drüber streiten, könnten wir auch noch drüber diskutieren. Der Troll ist also auch nicht nur ein Spaßvogel, sondern auch der Missbraucher deines Vertrauens. Ne? Da habe ich euch ein Luhmann-Zitat mitgebracht, das ganz gut passt auf diese Art von Trollsituation. Ich lese es kurz vor. Ich muss auch gestehen, statt Bildern und Farben habe ich mich für Text entschieden. Ich hoffe, ihr habt Lust, da ein bisschen zuzuhören. Ich lese es kurz vor. Wenn sich nun das Vertrauen als deplatziert herausstellt, ist der Vertrauende nicht nur enttäuscht, sondern unter Umständen auch blamiert. Es wird nun offensichtlich, dass er zu dumm war, um die Situation zu durchschauen, dass er sich ausnutzen ließ, ein Opfer jener zweideutigen Ethik, die besagt, dass man vertrauen solle, aber nicht blindlings. Ja. Und das ist ja gerade sozusagen die Grundparadoxie, die wir bei allen Vertrauenssituationen haben. Luhmann spricht da von einem Überziehen der Informationen. Ja, wenn wir Menschen vertrauen, dann bedeutet das immer, ihnen zu viel Glauben zu schenken. Ja, aber wir müssen zu viel Glauben schenken, damit wir überhaupt sozusagen in kompliziertere Interaktionen mit anderen treten können, weil wenn wir überall misstrauen, wird die Welt enorm kompliziert. Ja. Weil dann müssen wir allen immer unterstellen, dass sie uns permanent betrügen wollen und es ist sehr, sehr anstrengend, sich dagegen gefeit zu machen. Das heißt, man bleibt dann lieber zu Hause und macht gar nichts mehr. Deshalb also dieser Rat, Vertrauen, aber nicht blindlings, aber es bleibt eine Paradoxie und man bleibt immer betrügbar. Ne? Ja? Vertrauen, aber nicht blindlings. Der Satz für dumme Leute. Vertrauen, aber nicht. Ja, das ist genau diese Paradoxie, wenn ich halt, man schlägt ja Leuten immer vor, man soll vertrauen, ja, aber nicht blindlings. Das heißt, vertraue vorsichtig. Sozusagen. Glaube deinem Gefühl oder glaube deiner Intuition oder pass auf oder so. Aber das Problem des Vertrauens ist ja gerade, dass es voraussetzt, dass man
einen Sprung macht. Also dass man irgendwie zu viel, man weiß ja nicht, man hat bisher so und so gesehen, dass jemand sich verhalten hat, aber man kann daraus nicht schließen, dass er einen nicht schon immer betrogen hat, ja, oder dass er einen nicht betrügen wird in irgendeiner Form. Ja. Genau. Was der Troll also macht, ist, nach Schwachstellen in unseren Vertrauensroutinen zu suchen, um in unsere emotionalen Sicherheitssysteme einzudringen. Das kommt jetzt auch im nächsten Punkt noch mal ein bisschen wird es vielleicht noch mal ein bisschen deutlicher. MS Pro hatte der nicht auch so eine These mit Spekulationen und Wette? Spekulation nur im Sinne von, ich fabuliere jetzt hier vor mich hin. Ich fabuliere nur, was der Troll eigentlich will, ne? Weil das, also was der Troll will, ist ja gar nicht zugänglich, ne? Ich kann ja nur darüber spekulieren und möglicherweise, wenn ich selber in mir irgendwie die Lust verspüre, andere Leute zu quasi als Troll zu hintergehen, kann ich ein bisschen versuchen, darüber nachzudenken, was ist eigentlich die Motivation für mich selber, wenn es so wäre. Ne? Der Troll will, das könnte man jetzt drei Punkte habe ich hier zur Spekulation freigegeben. Der Troll will die Kontrolle über die Reaktion der anderen genießen. Das ist eine Art von Kontrollungleichgewicht, auf das der Troll eigentlich genießen möchte. Oder der Troll möchte einfach die anderen kränken oder enttäuschen. Ne? Auch die Enttäuschung. Es gibt die Überlegung, ob nicht die Aufklärung auch eine Art von Enttäuschungsprogramm gewesen ist, bei dem sozusagen die großen Aufklärer im Grunde als Gigatrolle aufgetreten sind, die daraus ihren Benefit gezogen haben, dass sie sozusagen die einzigen sind, die alle anderen kränken. Ja? Weiß ich nicht genau, Freud, ne? Der Mensch ist nicht Herr im eigenen Hause, so ihr seid jetzt alle gekränkt. Ja? Ihr seid jetzt alle gekränkt und ich verkünde es euch, also habe ich quasi noch irgendwie eine stärkere Position als ihr, obwohl ich eigentlich in die Summe der Gekränkten mit hineingehöre. Ja, und dass der aufklärerische Furor im Grunde auch so eine Motivation haben könnte. Ja, ich erkenne die Wahrheit und dadurch, dass ich die Wahrheit erkenne und verkünde, seid ihr diejenigen, die einsehen müssen, dass sie es bisher immer falsch gesehen haben. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt es ja einige, ne, die solche Wahrheiten erkennen und die dann tatsächlich in der Position sind, um die anderen zu kränken. Ja, weiß man ja nicht. Könnte es ergeben. Und der Troll will vielleicht sich nicht langweilen. Ja? Da habe ich wieder zwei verschiedene Beschreibungen des Trolls im Angebot. Zum einen der Troll als Verführer. Man könnte auf die Idee kommen, dass der Troll in eine Art von Verführungsverhältnis zu denjenigen tritt, die er trollen will. Wieso Verführungsverhältnis? Er will ja von ihnen eine bestimmte emotionale Reaktion bekommen. Eine bestimmte emotionale Reaktion und sich dann sozusagen darüber freuen, dass er diese emotionale Reaktion hervorgerufen hat. Und es gibt bei Kierkegaard im Tagebuch des Verführers in Entweder-Oder eine schöne Stelle, an der man zeigen kann, glaube ich, dass es auch sozusagen einen ästhetischen Verführertypus gibt, den man als einen Troll beobachten kann. Das ist das längste Zitat, das ich dabei habe. Aber ich werde es langsam vorlesen und ich glaube, man kann das ganz interessant zeigen, was für Analogien es hier gibt. Kierkegaard schreibt hier also über den idealen Verführer und was eigentlich seine Absicht ist. Ja, der hat Cordelia in den Wahnsinn getrieben. Und jetzt wird im Nachhinein sozusagen aufgearbeitet, was hat er eigentlich getan? Ich lese kurz vor. Er war allerdings kein Verführer, wie es so viele sind. Oft wollte er nur etwas ganz Willkürliches erreichen, zum Beispiel einen Gruß und um keinen Preis mehr. Mit Hilfe seiner großen Geistesgaben hat er ein Mädchen an sich zu ziehen gewusst, ohne dass er sie in strengerem Sinne besitzen wollte. Ich kann mir's denken, dass er ein Mädchen dahin bringen konnte, dass er dessen sicher war, sie werde ihm alles opfern, aber dann brach er ab, ohne dass er sich ihr genähert hätte, ohne dass ein Wort der Liebe oder gar eine Erklärung, ein Versprechen über seine Lippen gekommen wäre. Und das heißt dann in dem Text auch weiter, Cordelia sei quasi dann verzweifelt gewesen und in einem wahnsinnigen Hexentanz von ihren Gefühlen hin und her geworfen worden. Und der Verführer selbst genießt diese Art von Reaktion, die Cordelia an den Tag legt. Ja. Der Verführer ist also eine Art von, der ästhetische Verführer hier im Kierkegaardschen Sinn ist eine Art von Troll. Wieso? Weil er sozusagen unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, er inszeniert eine Realität, eine bestimmte emotionale Reaktion des Gegenübers provozieren will und nichts anderes mehr. Also er will sozusagen, er ist kein Trickbetrüger, er ist kein sozusagen Heiratsschwindler oder so, sondern er zieht den Genuss allein aus dieser emotionalen Reaktion des Gegenüber
und erfreut sich möglicherweise daran. Und das wäre quasi genau auch die Art und Weise, wie der Troll kommuniziert oder was das Ziel des Trolls sein könnte. Gibt es dazu vielleicht Rückfragen oder Anmerkungen? Ja? Ja, für mich kommt es so ein bisschen zu subversiv rüber. Also ja. So, als würde ein Troll nur allein deswegen in sämtlicher Hinsicht handeln, weil es irgendwie ihm Spaß macht und ja. Andere Leute reinlegen kann. Aber ich glaube auch, dass es Trolle gibt, die zu einem gewissen eigenen Lehrauftrag nachgehen. Also die da ihre eigene Moral erzählen wollen, aber nicht irgendwie direkt ihr Wissen verbreiten, sondern erstmal die anderen so reinlegen und dann mit dem Ziel, dass sie vielleicht dann besser lernen aus ihren Fehlern. Also wäre deine These, dass der Trollen das nicht unbedingt nur aus Spaß an der Freude macht, ja, sondern möglicherweise... Also es gibt natürlich wahrscheinlich verschiedene. Also manche, die halt irgendwie ihren Spaß daraus ziehen, andere reinzulegen. Ja. Aber vielleicht machen es auch manche, um halt irgendwie Wissen zu verbreiten oder wie man es eben nicht machen sollte. Bei Sicherheitslücken oder sonst irgendwas. Ja, man kann natürlich auch, also man kann sich hier zwei Dinge fragen. Zum einen, was ist der Unterschied zwischen einem Troll und einem, also zwischen einem Verführer in diesem Sinn und einem Pickup-Artist? Und ist der Troll quasi so eine Art virtueller Pickup-Artist, der überall Provokation einsammeln will? Ja? Das könnte natürlich sein. Die andere Sache ist die, und das klingt ja hier auch an, er war kein Verführer, wie es so viele sind. Und die vielen, die hier gemeint sind, sind ja diejenigen, die nicht nur die Reaktion wollen, sondern über die Reaktion hinaus noch etwas anderes. Und das war ja auch das, was du vorhin vorgeschlagen hattest, dass man sagt, wir unterscheiden sozusagen den, deswegen habe ich auch quasi eine idealtypische Troll-Definition, ne? Weil der Troll hier definiert wird als jemand, der keinen anderen Zweck mit seinem Tun verfolgt als die eigene Erheiterung. Und sobald man, also meine Form von Trickbetrug, also gibt es ja auch, die sich der Trollkommunikation bedienen oder so Trollstrategien bedienen, das hatten wir heute auch schon. Da kann man sich eben fragen, will man das noch als Trolling bezeichnen oder nicht? Aber das ist natürlich... Das sich dann in viele verschiedene Richtungen auf einfach. Ja, genau. Und das ist halt immer eine Definitionsfrage. Du musst halt immer dann irgendwas stipulieren. Du musst dann sagen, der Troll ist das und das, will das und das. Deswegen würde ich auch gar keinen Wert darauf legen, dass das die einzige mögliche Definition von Trolling ist. Ich glaube, es ist eine funktionale Definition. Man kann mit der arbeiten. Das heißt aber nicht, dass die sozusagen alternativlos wäre. Ne? Ja. Noch weitere Anmerkungen zu der Stelle? Es gibt sozusagen noch jetzt eine weitere Beschreibung. Der Troll als der Zauberer von Oz, oder der Troll als Zauberer von Oz. Was ist damit gemeint? Ich komme hier sozusagen nochmal auf den Interface-Gedanken zurück und die Art und Weise, wie der Troll das Interfacing nutzt, um quasi in eine potente Sprecherrolle zu kommen. Ja? Indem der Troll sozusagen das Interface oder das Trollface aufsetzt, ist er ja plötzlich ein sehr, sehr mächtiger Kommunikator. Ne? Na, so, erstmal so. Wird er plötzlich zu einem mächtigen Kommunikator. Er kann plötzlich sozusagen in eine Lage kommen, in der er nur um andere zu kränken spricht und von da aus dann plötzlich auch ganz enorme Effekte erzeugen. Aber was der Troll natürlich nicht kann, ist was anderes tun, als zu trollen, wenn er das macht, ne? Und es gibt natürlich diese Beobachtung, war ja vorhin auch schon mal im Raume, dieses Klischee, der Troll sei im Grunde ein trauriger, einsamer sozusagen, Mensch, der das Gefühl hat, sozusagen nicht genug abbekommen zu haben, Selbstwertkrise oder was auch immer, was man dem dann unterstellt. Ne? Und der dann im Grunde, und darauf würde jetzt diese Zauberer von Oz-Definition passen, nur so lange Zauberer sein kann, wie der Ursprung seiner Stimme verborgen bleibt. Und sobald der Schleier gelüftet, der Sichtschutz umgeworfen ist, muss er sich in einen skurrilen und ohnmächtigen alten Mann verwandeln, der keine Hilfe leisten kann, sondern selbst in höchster Not ist. Ja, das wäre sozusagen diese Zauberer von Oz-Analogie. Das Interface ermöglicht zwar eine Art von potentem Sprechen, aber sobald sozusagen der Troll sich als Körper reidentifizierbar machen würde, wäre er quasi als ein ganz gewöhnlicher Wicht sozusagen wieder sichtbar geworden. Dazu vielleicht noch? Nein. Gut, dann habe ich noch zwei Punkte. Was der Troll macht, was er nicht will. Hier geht es jetzt um die Pointe, dass der Troll eigentlich sozusagen eine aufklärerische Aufgabe übernimmt. Was macht der Troll eigentlich, ich sage es nochmal, indem der Troll zu seinem eigenen Vergnügen andere Internetverwender düpiert und unterzieht er sie zugleich einem Wachsamkeitstraining. Was genau macht er? Das Trolling ist also eine Art virtuelle Schutzimpfung. Ja? Und zwar,
die uns quasi ermöglicht, also wer einmal von einem Troll betrogen worden ist, wird wahrscheinlich von einem bösartigen Trickbetrüger nicht mehr so leicht betrügbar sein. Ja? Und sofern der Troll eben nichts anderes will, als den anderen nur zu kränken, ja? Und nichts anderes, ihm kein Geld abknöpfen, ihn nicht irgendwie, was auch immer, wegsperren oder was, übernimmt er in irgendeiner Weise eine positive Aufgabe. Er ist sozusagen jemand, der sagt, ich kränke euch alle, stellvertretend für diejenigen bösen Leute, die euch bösartig kränken werden. Ja, und die euch sozusagen dann auch noch was wegnehmen oder was auch immer. Ja. Trolling fungiert also als eine Art virtuelle Schutzimpfung. Das heißt, der Troll sozusagen stellt eigene Lebenszeit dafür bereit, die anderen sozusagen immunsicherer in die Zukunft des Internet, der Internetkommunikation zu schicken. Ich habe noch zwei verschiedene Beschreibungen nochmal dabei, die jetzt nochmal erläutern sollen. Na, jetzt geht es nicht mehr weiter. Stopp. Ah, doch, hier. Ich habe noch zwei weitere Beispiele. Der Troll als Chatbot, eigentlich könnte das auch heißen, der Chatbot als Troll. Ich weiß nicht, viele von euch werden das wahrscheinlich kennen. Der Informatiker Joseph Weizenbaum, so heißt er, ne, hat 1966 eines der ersten Chatprogramme entwickelt. Eliza hieß das. Und hat quasi eine Art therapeutische Gesprächssituation simuliert. Das ist das Gespräch mit einem Psychotherapeuten. Wieso hat man das Gespräch mit einem Psychotherapeuten gewählt? Weil der Psychotherapeut sehr wenig Weltwissen braucht, um mit dem anderen zu sprechen. Und so ein typisches Gespräch, irgendwie sowas aufgeschrieben. Das sind dann auch sozusagen verhältnismäßig hölzerne Gespräche, wenn man es normal liest. Aber wenn man davon ausgeht, dass man den Leuten, die mit diesem Chatbot kommunizieren, erstmal sagt, es handelt sich hier um ein therapeutisches Gespräch, dann macht es halt ein bisschen mehr Sinn. Also wenn dann der Kommunizierende zum Beispiel sagt, mir geht es nicht gut, dann fragt der Chatbot zurück, wieso geht es dir nicht gut? Ne? Und wenn dann der andere schreibt, ich hatte Streit mit meinem Vater oder meiner Freundin, dann sagt der Chatbot, erzähl mir mehr von deiner Familie. Ja. Und auf so einem verhältnismäßig einfachen Level hat dann Kommunikation stattgefunden und der Weizenbaum hat da Versuche durchgeführt mit einigen ganz normalen Probanden und es stellte sich heraus, dass ziemlich viele ziemlich schnell bereit waren, quasi den Chatbot als echten Psychotherapeuten zu sehen und auch nach dem Gespräch das Gefühl hatten, sie sind irgendwie befreiter oder energetischer oder ein bisschen besser, selbstgeklärter sozusagen aus der Situation, aus diesem Gespräch herausgegangen. Obwohl das ein einfacher Algorithmus war, also ein einfaches Programm, das da abgelaufen ist. Weizenbaum war völlig schockiert. Ich habe das hier, das Zitat dabei. Ich war erschrocken zu sehen, wie schnell und intensiv Personen, die mit dem Doktor sprachen, sich emotional auf den Computer einließen und wie unmissverständlich sie ihn vermenschlichten. Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass schon eine extrem kurze Konfrontation mit einem relativ simplen Computerprogramm bei ziemlich normalen Menschen eine so mächtige Illusion hervorrufen konnte. Joseph Weizenbaum ist, nachdem er diesen Test dann durchgeführt hatte, auch zu einem großen Kritiker der künstlichen Intelligenz geworden, vor allem aus diesem Grund, quasi, weil er den Leuten vorgeworfen hat, sie sind viel zu leichtgläubig, ja, viel zu leichtgläubig, glauben viel zu schnell, dass es sich hier um Menschen handelt, und glauben sozusagen an die Inszenierung, die ihnen davor vorgespielt wird. Ich meine, man könnte hier nochmal an diese, solipsistische Introjektion denken, von der du vorhin gesprochen hattest. Man ist sehr schnell bereit, quasi die Alltagsvertrauensroutinen auf Internetkommunikation zu übertragen und dann einfach davon auszugehen, na klar, das klingt jetzt ein bisschen hölzern, wie der andere spricht, aber vielleicht ist er auch seltsam oder so, ne? Kann ja alles sein. Man glaubt dann daran und der Weizenbaum ist dann sozusagen zu einem großen Gesellschaftskritiker vor allem geworden in der Folgezeit. Ich würde allerdings dafür plädieren, das Experiment anders zu deuten. Und zwar nicht so, dass die Leute eigentlich einen Fehler gemacht haben, die sozusagen aus dem Gespräch positiv herausgegangen sind. Ich würde so ganz andersrum sagen, es ist doch wunderbar, wenn die Leute aus einem Gespräch mit einem Chatbot irgendwie
positiv herausgehen und das Gefühl haben, sie haben was gelernt. Ja? Wieso sollte das nicht möglich sein? Und wieso sollte nicht ein Chatbot klug genug sein oder sozusagen geschickt genug, um für viele interessant zu sein? Ich meine, der Fehler sitzt doch, also dafür würde ich auch werben in Bezug auf den Umgang mit Trollen. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt sozusagen alle nur noch völlig unsicher und sozusagen vertrauenslos durch das Internet gehen, sondern wir müssen einfach unsere Erwartungen verändern, die wir an Internetkommunikation haben. Und solange ein Gespräch für mich interessant ist, ja, egal ob mir jetzt der andere mich sozusagen hintergeht und mir vorspielt, der und der zu sein, ne? Wenn es faszinierend genug ist, wenn es interessant ist, wenn ich weiter mit dem sprechen möchte, wieso sollte ich es dann nicht tun? Ne? Ich darf sozusagen nur nicht den Fehler machen, falsche Erwartungen an den anderen zu stellen. Ne? Zum Beispiel Erwartungen, die sich dann sonstigen Lebenswelt realisieren. Ne? Wenn ich dann irgendwie in einem Datingforum bin, dass ich dann denke, ja klar, hier sind wirklich lauter interessante Mädels, die jetzt mit mir irgendwie abends einen Wein trinken gehen wollen. Dann muss ich vielleicht vorsichtiger sein. Aber in Bezug auf andere Internetkommunikationen glaube ich nicht. Und deswegen würde ich auch hier mit Weizenbaum gar nicht übereinstimmen an der Stelle. Ich habe jetzt quasi nur noch diesen letzten Punkt, der Troll als unfreiwilliger Aufklärer. Was lehrt uns eigentlich der Troll am Ende? Und ich glaube, man kann das ganz, ganz hübsch zusammenfassen in einem Zitat, das ich von einem, ich glaube, britischen Literaturwissenschaftler gestohlen habe, das jetzt kurz vorlese. Was kann eigentlich der Troll uns lehren? Ich glaube, ein gewisses Maß an Freiheit zu erreichen, eine Freiheit, die wir als Distanz bezeichnen. Wenn man dem Dasein so gegenübertritt, als brauchte man es nicht vollkommen ernst zu nehmen, und darum geht es ja ein bisschen auch sozusagen in unserem Lernen in Bezug auf Trolle und Internetkommunikation, dann hat der Geist dadurch Abstand gewonnen und ist weniger gebunden. Er kann das Dasein ohne Trauer hinnehmen und die Dinge, die unumgänglich sind, ohne Groll abwickeln. Damit wäre ich am Ende meines Vortrages. Ich hoffe, es gibt Rückfragen und Diskussionsbedarf. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ja. Ich wollte nochmal auf den Weizenbaum zurückkommen, der Eliza. Eine der großen Erkenntnisse aus dem Eliza-Experiment, die ja sich erst langsam durchzusetzen beginnen, ist ja, dass ein künstliches Intelligenzsystem gar nicht künstlich intelligent sein muss, sondern es muss nur glaubhaft künstlich intelligent sein. Und das heißt, es muss einfach so gut Theater spielen, dass es gut genug ist für den Zweck, für den, also wenn ihr, ich weiß nicht, kennt ihr die Eve von Yellowstrom zum Beispiel, die ist ja eine Eliza, das ist ein Eliza-Skript, ein modifiziertes, mit dem man halt über viele Sachen reden kann. Und es ist eigentlich schon, auch weil Eliza ja durch die Veröffentlichung des Quellcodes und des gesamten Algorithmus schon in den, ich habe ja schon auf dem C64 Eliza gehabt, also das Programm ist wirklich einfach, man kann es auch leicht erweitern, ist es eigentlich schon so in der Computerkultur einfach verankert, dass jeder weiß, wenn sowas kommt, ach, das ist ja ein Chatbot. Mhm. Also, und es sind trotzdem interessante Gespräche. Ja, genau. Ja, und das ist wirklich eine schöne Erkenntnis. Und sehr interessant ist, dass wenn wirklich dann Support-Leute hinter einem Chat sitzen, dass das eigentlich schon gar nicht mehr als Standardsituation empfunden wird. Also das heißt, ich war da neulich bei so einem Gebrauchtwarenhändler in Amerika und habe dann echt versucht, auch so den Turing-Test mit denen zu machen. Das waren aber wirklich Leute, die konnten dann sagen, was für Wetter da ist und so weiter. Und was halt ihr Lieblingsauto ist. Und die, ja, das ist halt, das finde ich dann von dieser Maskierung schön, auch jetzt sozusagen ein Chatbot mit reinzunehmen in die Definition für Trolling, weil man ja auch trollige Software entwickeln kann. Genau, klar. Ja. Also es muss ja nicht wirklich immer jemand dahinter sein. Es muss nicht immer jemand sein, der sich verbirgt, sondern es kann einfach eine Software sich so verhalten, dass sie die gleichen Effekte. Genau, und dann kann man quasi wenn man so eine funktionale Definition von Trolling ansetzt, dann kann man einfach sagen, das ist doch auch Trollkommunikation, genau. Aber auch, dass man inzwischen sozusagen viel, viel lockerer mit solchen Dingen umgeht und diese Panik sozusagen von der künstlichen Intelligenz nicht mehr so stark hat. Ne? Da spricht jetzt ein Computer mit dir, aber es ist doch, der versteht ja gar keinen Sinn oder was. Ne?
Ja, ja, auch interessant. Auch interessant ist ja, dass man überhaupt sagen kann, schon Eliza damals hat ja den Turing-Test sozusagen haufenweise immer bestanden. Ne? Es kommt ja, es kommt ja immer nur auf den Kommunikationspartner an, ne? Ob der quasi bereit ist oder raffiniert genug zu erkennen, dass es sich hier um einen Chatbot handelt oder nicht. Ja, oder auch um die gesellschaftlichen Vorstellungsmöglichkeiten, die zu dem Zeitpunkt existieren. Ja, genau. Ja. Ich konnte mir jetzt nicht alle Folien merken, aber also deswegen sage ich jetzt erstmal was zu der letzten. Also ich glaube, der Begriff der Distanz ist total wichtig, zumindest habe ich das gemerkt in meinen treu-feministischen Forschungen. Also da geht es ja super häufig dann eben auch um Distanz und Distanzverletzung und gefühlte Distanzverletzung und unterschiedliche Meinungen über die richtige Distanz. Also jetzt zum Beispiel Geschlechterfragen. Dieses andere mit diesem Typen, der da die Frau getrollt hat, indem er gar nichts mehr gesagt hat. So habe ich das richtig verstanden. Ja? Also der emotional bei Kierkegaard. Ah, Kierkegaard, ah ja, genau. Der hat ja eigentlich dann so mit Leerstellen getrollt oder mit nicht... Also ich glaube, also wenn man sich die Geschichte... Ich kenne dieses Buch nicht, ja. So wie es aussieht. Wenn man sich die Geschichte genau anguckt, hat er sozusagen vor allem über Suggestionen getrollt. Ja? Er hat nie konkret irgendwas versprochen. Und dieses konkret nie was versprochen haben, hat sie aber sozusagen schon als Versprechen interpretiert. Ja, ja, genau. Und das heißt, er arbeitet schon sozusagen systematisch mit Leerstellen. Aber er hat natürlich schon kommuniziert. Die haben halt einen Briefwechsel gehabt und haben sich schon getroffen und so weiter. Genau, aber dann hat er ja irgendwann diesen Wunsch, dass daraus mehr folgt, enttäuscht mit Leerstellen. Genau, da kommt dann nichts mehr. Und der andere ist sozusagen dann, heißt auch, dass sie sozusagen vor allem auch darüber verzweifelt ist, dass sie nicht mehr weiß, sozusagen, ob es Illusion oder Realität war, sozusagen an was sie da geglaubt hat. Das ist ja super. Ja, das fabelhaft. Ja. Nein, das finde ich wirklich großartig. Mir ist es nicht passiert. Ja, ja, ja. Toll. Ja, als Kierkegaard ohnehin. Toller Typ. Ja, ganz hinten. Das ist auch ein schönes Beispiel, dass Trollen nicht immer nur das sein muss, was nur bei anderen irgendwie negative Emotionen hervorruft, sondern er hat dann nämlich mal die Frau, die Freundin dadurch getrollt, dass er quasi bei ihr Gefühle erzeugt hat für ihn und ja. Genau. Es ist ja auch immer die Frage, ne? Ich meine, selbst wenn man solche Trollstrategien anzuwenden glaubt, ja, passiert es einem ja schneller, als man denkt, dass man sich selber in seine eigene Inszenierung so verstrickt, dass man am Ende nicht mehr unterscheiden kann, ob man es jetzt wirklich nicht ernst meint. Ja. und hat sich dann dadurch selber getrollt am Ende. Ne? Das kann natürlich auch passieren. Ja, da hinten? Ja, ich finde das, was du beschrieben hast, funktioniert wunderbar für Trolle im Singular. Mhm. Was ist mit Rollen Plural? Ja. Also wenn man zum Beispiel an etwas denkt, wie das Trollen von Scientology, ja. Wo es ja zumindest so scheint, als wäre damit eine politische Agenda verbunden. Ja. Ist diese politische Agenda eine Illusion, die eigentlich nur auf Spaß ausgeht? Oder wie entwickelt sich das? Also, oder auch anders gefragt, wir hatten jetzt in dem ersten von der Keynote das Beispiel mit dem Mädchen und ihrem Vater, die im Grunde von einer großen Zahl von Menschen getrollt wurden. Ja. Wie funktioniert dann die Organisation, dass man sich quasi auf so ein gemeinsames Trollziel mit einer gewissen Strategie einigt? Mhm. Das ist ja irgendwie eine zentrale Steuerung. Ja, ja, also zwei Dinge. Also es ging jetzt um den Punkt, wie man Trollaktionen beschreiben kann, bei denen viele beteiligt sind. Ne? Erstmal. Und da würde ich erstmal sagen, das funktioniert ziemlich analog. Und es gibt auch, wenn ich richtig informiert bin, gab es innerhalb von Anonymous Streit darüber, ob dieses Vorgehen gegen Scientology überhaupt noch innerhalb sozusagen der eigentlichen Trollmotivation liegt oder nicht, weil die eigentlich sozusagen just for the lulz ist, ne? Und diese politische Wendung wurde, glaube ich, selbst diskutiert natürlich, ob das noch Trolling ist oder ist es nicht politischer Aktivismus, das kann man sich fragen. Deswegen ist sozusagen meine Definition an der Stelle idealtypisch. Ich würde aber sagen, das macht gar nichts aus. Es ist eine Adresse, die sie benutzen, und zwar Anonymous. Ja. Interessante Frage ist, warum hat man es sich geschafft, warum auch immer, auf Scientology zu einigen?
Ja, das ist total zerfallen auf ja. Religionsgemeinschaften. Ja, das ist, aber gut, aber da muss man dann natürlich mit chaotischen Effekten rechnen, ne? Wenn man so eine große... umso schwieriger ist es, wenn, gerade wenn du chaotische Effekte sagst, ist es umso heikler zu sagen, das ist aber ein Ziel. Ja, genau. Ja, es ist unwahrscheinlich, dass es ein Ziel ist, es müssen viele sein. Das ist, ja, genau. Und dann, das ist tatsächlich einfach Zufall, ne? Welche Welle wird plötzlich groß, ne? Wenn man das ja. historisch betrachtet, diese Feindschaft von Anonymous gegen Scientology, dann muss man sagen, dass Scientology ein super Ziel abgegeben hat. Die haben nämlich vorher im Lieblingsmedium von Anonymous, dem Internet, dermaßen viel Ärger gemacht und sich so verhalten, wie Anonymous, das, also was konträr zu dem Bild war, das Anonymous von dem Medium hat, dass die sich natürlich die Feinde sozusagen ausgesucht haben. Du meinst, es war ein wahrscheinliches Ziel? Es war ein sehr wahrscheinliches Ziel in dem Moment, ja. Also das ist provozierend quasi. Ja. Also die haben ungewollt Anonymous provoziert sozusagen. Die wissen ja gar nicht, dass es Anonymous gibt. Die dachten ja, es gibt nur Rechtsanwälte und die holzgetäfelte Gerichtssäle und so. Ja, oder auch das Beispiel, das wir vorhin in der Keynote hatten mit dieser Facebook-Party. Da war ja offensichtlich auch, also an der Stelle zumindest, einer raffiniert genug, um darauf zu spekulieren, was möglicherweise sozusagen einen viralen Effekt erzeugt. Ja? Wenn er das sozusagen selber so inszeniert hat, dass er vorausgesehen hat oder zumindest gehofft hat vorauszusehen, dass er dadurch sozusagen einen viralen Effekt erzeugt und dann diese Facebook-Party stattfindet und er noch am Ende der Profiteur ist, der quasi als der Metatroll auftreten kann und dann sich freuen, dass er all diese Menschen dazu gebracht hat, quasi als sozusagen primitive sozusagen Trolle aufzutreten, die er dann nochmal ausnutzen kann. Ja, das ist natürlich wunderbar, weil er hat sozusagen Trolling zweiter Ordnung betrieben eigentlich. Ne? Ja. Aber ich würde auch sagen, also es gibt wahrscheinlich so chaotische Trollereignisse, wo mir zumindest nicht einfiele, wie man die sozusagen, außer man hätte entsprechende, weiß ich nicht, fließdynamische irgendwas, Modelle, mit denen man darf, aber nee, keine Ahnung. Das ist ja auch einer der Gründe, warum seit Scientology bei Anonymous gar nicht mehr so arg viel Großes passiert ist. Es gibt immer mal wieder irgendwelche Ankündigungen. Zum Beispiel hieß es ja mal, dass sie Facebook irgendwie kaputt machen, irgendwann Sommer dieses Jahres, glaube ich. Ganz großer Termin und ganz fette Ankündigung, aber am Ende waren es halt irgendwie ein verschwindend kleiner Bruchteil von dieser Anonymous-Bewegung und der Rest stand halt einfach nicht dahinter. Ja, genau. In dem Fall war halt einfach Facebook nicht so gegen den gegen das Wertsystem, was die bei Anonymous haben, dass es genug Leute aufgestachelt hat. Ja, aber es braucht doch eigentlich... teilweise ganz willkürlich. Also was immer ganz, ganz schlimm ist, wenn man Katzen irgendetwas antut. Ja, das habe ich nicht. Dann auf die Barrikaden. Ja. Es ist halt auch schwer zu definieren, was das Wertegefüge von Anonymous ist, weil es halt einfach eine amorphe Masse ist, die überhaupt nicht organisiert oder strukturiert ist. Genau, aber mich würde da empirisch interessieren, also ich weiß nicht, wer kennt sich vielleicht besser schon aus, wie denn diese großen Anonymous-Aktionen jeweils funktioniert haben. Ob es da quasi immer so eine Art, also ich meine, es gibt ja manchmal dann diese Bildchen, die dann irgendwelche Anleitungen geben, was man jetzt machen soll. Ob es sozusagen sowas immer gab oder ob es auch eine total chaotische Events gab. Die meisten organisieren sich im Voraus über IRC-Chat. Ja, ne? Und das sind dann so im Durchschnitt ein Trupp von 10 bis 30 Leuten. Und je nachdem, wenn man da halt Massen dann anschiebt, dann werden das halt entsprechend mehr, wie man letztes Jahr bei Occupy gesehen hat. Ja. Ich denke, es ist auch immer ein genetischer Prozess. Also es ist wie mit der Evolution. Gute Ideen setzen sich durch und werden immer weiter. Ja, eben. Ja. Und die Frage ist, was wird sozusagen kopiert und was nicht? Ja. Was wird imitiert, was nicht? Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Bis wann sind wir denn gescheduled? Bis heute. Ja. Hast du noch 10 Minuten? Ah ja, wunderbar. Ja. Auf welche? Schutzinfo? Nee, da muss es weiter vorne gewesen sein. Ja. Wobei die Verknüpfung finde ich auch gut. Die hier, ja. Achso. Ja. Das wollte ich sowieso. Ja, es gab noch da. Ja, also ich will nochmal auf diese Sache damit zum Wachsamkeitstraining kommen. Also ich glaube, also tatsächlich, dass wenn man mal ein bisschen gründlicher drüber nachdenken könnte, dass also
das, was sich durch die Internetkommunikation tatsächlich verändert. Wenn wir mal annehmen, also du versuchst noch zu anzunehmen, wenn ich das nur sagen kann, dass der Troll, dass der Troll ein Subjekt ist, oder nee, Quatsch. Vorstellen könnte? Nee, nur dass er eine Adresse ist. Dass er eine Adresse hat. Oder dann wenigstens als Adresse, von dem man noch irgendwie irgendwie charakterisieren könnte, zum Beispiel als wenn auch unfreiwilliger Aufkleber. Ah, ja, also ja. Irgendeiner, von dem man sagen kann oder von dem man erwarten kann, der will etwas oder der kann etwas oder der macht etwas oder der kann etwas herstellen oder durchsetzen. Nein, auf jeden Fall, er kann irgendetwas produzieren. Er kann aus sich selbst aus dem produktiv sein. Mhm. Wenigstens würde ich annehmen, dass du ansatzweise jedenfalls das versuchst, es mitzuteilen. Ich würde sagen, das habe ich suggeriert, ja, aber glauben würde ich das nicht. Gut. Sehr gut, okay, aber umso besser. Habe ich dann gut suggeriert. Ja. Okay. Ja. Okay, kein Problem. Also, dann hast du es gut gemacht. Ich würde dann sagen, wenn das nicht der Fall ist, wie könnte man dann sozusagen das Trolling beschreiben, wenn wir es nicht nur mit Subjekten zu tun haben und auch nicht nur mit Handelnden zu tun haben, also in dem ein handelndes Subjekt, das irgendwie zielgerichtet sich durchsetzt, sich mitteilt, sich verbreitet, ne, nicht mehr aufklärt, dann würde ich sagen, es ist doch eigentlich nur noch eine Art von Training. Ja, dann damit, ja. Und damit dann läuft eigentlich nur noch eine Trainingsroutine ab. Ja, aber wer wird dann trainiert? Ne? Wie ist dann Training definiert? Was wird trainiert? Ja, dann würde ich anschließend fragen, es läuft nur noch eine Trainingsroutine ab und dann wird die Frage nicht noch, was wird trainiert? Ja. Und dann ist meine Frage, was meinst du, was trainiert wird? Oh, das ist aber ziemlich voraussetzungsreich. Also, ja, ich würde, was wird dann überhaupt noch trainiert, wenn wir keine Subjekte mehr annehmen, die miteinander kommunizieren und trotzdem von Trollkommunikation sprechen wollen? Ja, Philosophie. Ich zeig mal, was du gelernt hast. Ich möchte da vielleicht auch nochmal darauf eingehen. Ja. Bei deiner Darstellung ist mir aufgefallen, es geht ja gar nicht so sehr um den Troll, sondern um die Art und Weise, wie getrollt wird. Und da ist es eigentlich gar nicht so wichtig, ob das was der Grund ist, also diese Spaßgeschichte, die in der Definition eine Rolle spielt, finde ich, passt nicht so richtig. Ja. Also haben wir auch immer wieder gemerkt. Genau. Und worum es eigentlich geht, ist dann, dass Menschen Kommunikationspattern benutzen, die funktionieren, um andere zu irgendwas zu bewegen. Genau. Und da haben sie einen Vorsprung im Wissen gegenüber den anderen. Und was jetzt passiert ist, einfach, dass wir uns gegenseitig im Trolling trainieren, um dieses Wissen über die Patterns nach oben zu schieben. Ja, es gibt so eine Art. Du würdest sagen, es ist ein Trainingsprogramm oder ein Trainingsprogramm, das sich durch den Ablauf des Programms überhaupt erst erstellt, erzeugt? Ich würde sagen, es gibt eine Evolution, weil wir werden uns dieser Kommunikationspatterns bewusst, während wir sie trainieren. Also die Community ist ein super Beispiel dafür, die sich in den letzten 10 Jahren erst etabliert hat und eine Riesenmasse an ganz spezifisch formulierten Patterns definiert hat, die funktionieren, aber mittlerweile auch teilweise nicht mehr funktionieren, weil sie von den Getrollten halt durchschaut werden. Genau. Es gibt so eine Art Wettrüsten in der Kommunikation. Genau, es ist ein Wettrüsten in der Kommunikationstechnik. Ja. Aber die Frage ist, also eine Frage, die man halt da anschließen muss, sozusagen, bevor man in sozusagen zu große Euphorie hineinstürzt, wo man dann denkt, ja, jetzt wird quasi die Kommunikation immer komplizierter, weil man muss ja immer mehr Ebenen unterstellen. Ja? Ich kann ja entweder sozusagen hier zum Beispiel sprechen und so tun, als würde ich ironisch sprechen, aber ich kann auch nur so tun, als würde ich ironisch sprechen. Ja? Und dann irgendwann wird es halt kompliziert. Und die Frage ist sozusagen, wo ist die Aufmerksamkeitsgrenze, über die wir nicht hinauskommen? Oder gibt es so eine Aufmerksamkeitsgrenze? Aber zumindest kann man sagen, dass das Internet ein großartiger Platz ist, um solche Routinen immer raffinierter zu machen. Ja? Und sozusagen Erwartungserwartungen und Erwartungserwartungen zu steigern und so weiter, ne? Raffinierter zu machen. Ja, und vor allen Dingen, um sich dieser Techniken bewusst zu werden. Ja, genau. Wie funktioniert das? Aber das auch zu dokumentieren, ja? Also vorher ist es ja unbewusst abgelaufen. Ja. Und wie der Herr Vetter beschrieben hat,
gibt es diese Kampfanwälte erst seit 20 Jahren. Ja. So, mittlerweile haben sie sich ausgelebt und im Prinzip mehr negativen Effekt erzeugt. Aber das Ganze ist voll im Evolution. Genau, das wäre genau der Punkt, wo quasi die negative Pädagogik einsetzt. Weil ich meine, wenn ich getrollt bin, dann merke ich ja, dass der Troll mir gar nichts mitgeteilt hat, ja? Sondern dass er einfach nur extra nur für mich kommuniziert hat, um mich möglichst gut zu blamieren. Ja? Er hat sozusagen nichts anderes gemacht, als ein anderer für mich zu sein. Ja? Er ist sozusagen gar nicht als er selber aufgetreten, sondern hat nur für mich kommuniziert, ein anderer für den anderen, und lässt mich dann alleine meine Kränkung. Und dann kann ich quasi darüber reflektieren, wie hat er es denn so einfach geschafft, mich in diese Kränkungssituation hineinzubringen, und kann dann quasi in die nächste Reflexionsstufe vielleicht mit hinein. Ja, wenn wir den Troll jetzt im Plural sehen, dann wird das Ganze auf den Kopf gestellt. Jetzt kam ja ein Reddit-Troll, der ein Spam-Troll, ich weiß jetzt nicht, ob er nach deiner Definition ein Troll ist, der hat sich ja über Jahre ein Publikum aufgebaut, für das er halt geschrieben hat. Er hat nicht für die Trollopfer geschrieben, sondern er hat für seine Peers geschrieben, die ihn bestärkt haben. Er hat sie nicht gekränkt und enttäuscht, er hat andere gekränkt und enttäuscht. Und sein Publikum hat ihn quasi belohnt. Ja, das klingt, als wäre eine Art konservativer Troll eigentlich, ne? Der ist sozusagen, der daran festhält, dass er sich quasi weiter adressierbar macht und als Adresse seinen Fame einsammeln will. Ja? Und dann sich aber sozusagen immer wieder meldet, ich bin es hier wieder gewesen, und dann sozusagen da nicht, sozusagen an der Stelle nicht davon Gebrauch macht, sich immer wieder zu de-identifizieren. Sondern sagt, ich bin es immer der Gleiche, der das und das und das alles gemacht hat, und sammelt dann sozusagen symbolisches Kapital in der Internetwelt. Also so eine Art virtueller Kapitalismus dann, ne, den der dann da. Aber ist das jetzt ist das der Normalfall, den Troll, den du darstellst? Oder ist der nur ein fiktives Bild der guten alten Zeit, damals, als wir noch der einzige Troll in der Community waren? Beziehungsweise, wenn ich mir Facebook angucke, fällt es mir schwer vorzustellen, dass man dann noch trollen kann, weil die Kommunikation auf eine Ebene stattfindet, die für mich nicht trollbar ist. Ah, ja. Das ist ein guter Punkt, ja. Gute Frage. Ich würde denken, die Definition, die ich angeboten habe, da würde er wahrscheinlich eher nicht reinfallen. Und zwar, weil er sozusagen nicht diesen Selbstzweckcharakter mit drin hat. Ja. Also so wie ich es inszeniert habe, ist ja der Troll sozusagen, der betreibt es nur aus idealistischen Gründen, nur um erheitert zu sein über die Kränkung des anderen, und hat keine weitere Intention. Und jemand, der quasi darüber hinaus mit seinen Trollaktionen noch Fame bekommen will, das wird aber der Normalfall sein. Ne? Deswegen meine ich auch, es ist idealtypisch. Und nur damit es irgendwie eine praktikable Definition ist und dass man diese Pointe reinstellen kann, dass man sagt, der Troll ist ein Aufklärer wider Willen. Ja? Weil man könnte sonst auch sagen, der Troll will aufklären, und dann würde auch die Definition nicht mehr passen und so weiter. Ja. Ja? Vielleicht eine theorie-strategische Bemerkung. Wir hatten es gerade eben davon, dass wir so einen Effekt gesehen haben, dass sich Ebenen vervielfältigt haben und wir eigentlich fragen mussten, wie viele Ebenen können wir noch überblicken. Ja. Ich weiß zwar jetzt nicht genau, wie wir das an der Stelle definieren können, aber in der Philosophie hatte ich immer den Eindruck, wenn wir den Effekt haben, dass plötzlich ganz viele Ebenen auftreten und eigentlich mit jeder Ebene wir sehen, noch mehr Ebenen auftreten, dass die ganze Vorstellung, wir hätten es mit Ebenen zu tun, eigentlich schon nicht mehr funktionieren würde. Ja. Heißt, wir sollten vielleicht eher versuchen, wenn wir da modellieren, für diesen Ebenenkonzept und diesem Reflexionskonzept ganz wegzukommen, sondern eine komplett flache Theorie daraus zu bauen. Wie wir das jetzt konkret machen, weiß ich nicht. Aber das, also von der Metaphorik her finde ich das total gut. Also sozusagen nicht in diesen hierarchischen Meta-Ebenen und dann wieder Meta-Ebene, sondern eine Art von, sodass wir eine Art von flacher, ebenenhafter, plateauhafter Theorie der Mehrdimensionalität entwickeln. Ne? Das wäre natürlich interessant, aber da muss man natürlich Deleuze lesen. Ne? Ja, das wäre eine von denen, die das könnten. Also ich vermute das, aber ich bin mit dem Limo nicht fertig, was ich da mache. Hier war, glaube ich, voll noch eine. Oder hier direkt. Ich hätte noch eine Frage dazu. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass man Theoriebildung noch überhaupt so betreiben kann, dass man, kannst du dir vorstellen, dass man Theoriebildung noch betreiben kann und dabei auf Trolling zu verzichten? Ja, aber es ist eine blöde Theorie. Ja, aber viele machen das natürlich, ne? Nee, also ich glaube, man kommt tatsächlich nicht aus. Also ich komme jetzt halt aus einer Deleuze-Batterie-Ecke, ja, bei dem, was ich mache. Und eigentlich kommt man nicht drumherum,
Deleuze insbesondere dann eben als Treue der Philosophie aufzufassen. Genau wie sie auch Nietzsche lesen. Ja, Nietzsche ist ja im Grunde der Treue der Aufklärung. Es macht fast schon keinen Sinn mehr, wirklich noch einen Unterschied zu sehen zwischen dieser Reflexionsebene und der eigentlichen Ebene, auf der man irgendwie operiert. Das fällt komplett mit zusammen. Ja. Allein der Begriff Theoriebildung, schon wahnsinnig, reicht eigentlich ist das komplett durchgehend eine Form von so Praktik. Gut, das nehmen wir dir zustimmen, ja. Aber glaubst du noch, man könnte Theoriebildung betreiben? Wir hatten noch eine Frage, glaube ich, dann können wir das vielleicht auslagern. Ich glaube, das reicht. Okay, wunderbar. Dann sind wir jetzt, glaube ich, am Ende der Zeit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Diskussion. Zuverlässige Quellen haben informiert, dass es inzwischen Abendessen ist. Könnten Sie den ganzen Vortrag bitte nochmal wiederholen? Auf jeden Fall. Draußen.